Yeah. Peace an Valerie, aus dessen Plattensammlung der Loop stammt. Yeah. Word up. Boah, shit, Alter, siehst du wack aus. Ist am Mic, zieh dein Durag aus. Was auch immer, Esel, wie du sprechen mich mit Hengstern. Wenn ich am Mic bin, ab ins Gefängnis mit euch Gangstern. What's happening, fool? Halt's Maul, sei ein braves Kind. Rapper prollen rum, obwohl sie alle meine Sklaven sind. Deutsche Rapper bringen so viel Scheiße in das Land. Deshalb steh ich auf der Bühne mit der Peitsche in der Hand. Ihr seid alle missraten, mein Rap ist Pädagogik. Ich ficke deine Frau Doggy-Style und serviere ihr Frohlich. Ich bin süchtig nach dem Mic wie Raucher nach Nikotin. Ich hasse dich nicht. Was meinst du mit Player-Hatern? Heutzutage stecken sogar Messerstecher dich mit AIDS an. Deshalb bin ich etwas vorsichtig und zieh mir ein Kondom an, bevor ich dich. Und ich hab ein Beat und auch ein Stift. Und damit schreib ich ein Lied darüber, dass du ein Hurensohn bist. Du hast es geschafft, ich wusste, du kannst es. Yeah. Sie hängen dir am Schwanz, es ist egal, ob es mir gefällt. So funktioniert die Welt. Kriege fanden statt, auch wenn Gott nicht dafür war. Deutschland ist verblödet und braucht wieder einen Führer. Diesmal ist er linksradikal und hat bereits ein nukleares Waffenarsenal. Kurt, wir haben dich vermisst, ich war auch eine Weile weg. Der Teufel hat mich eingeladen, auch eine Pfeife Crack. Wir haben stundenlang rumgehangen, irgendwann meinte die Tunte dann was vom Weltuntergang. Demnächst so, er meinte, er hätte was in Planung und die zwei Weltkriege waren nur eine Warnung. Er meinte, mach doch mit, aber die Konditionen waren mies, also tötete ich ihn wie die anderen Wack MCs. Mit mir kann man keine Geschäfte machen, ich brauch keinen Manager, der mir Anti-Sachen kauft. Leute sagen mir oft, Kurt, du bist immer so anti, verschick doch mal ein Demo. Nein, ich bleibe funky und ich hab ein Beat und auch ein Stift. Und damit schreib ich ein Lied darüber, dass du ein Hurensohn bist. Du hast es geschafft, ich wusste, du kannst es. Yeah, sie hängen dir am Schwanz. Ist egal, ob es mir gefällt. So funktioniert die Welt.